Kommen wir zu einem, wenn es keine weiteren Fragen gibt, zu einem kleinen Experiment. Und für dieses kleine Experiment habe ich eine Schaltung vorbereitet. Die zeige ich gleich. Ich mache jetzt vielleicht hier dieses Fensterchen hier nochmal weg. Und zeige mal die Schaltung. Und letzte Woche ging es ja um Schaltvorgänge und in dieser Übungswoche geht es auch um Schaltvorgänge. Und weil Schaltvorgänge auch immer ein Thema sind in der Prüfung, habe ich gedacht, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, darauf nochmal ein bisschen einzugehen. By the way, weil sie gerade mich so wunderschön verfolgt hat, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Eine weitere. Ich hoffe mal, sie macht ein ganz gutes Bild. Sie macht, kann diese typische Gestensteuerung, dass man irgendwie so mit einer Hand einmal rauszoomen kann und auch wieder reinzoomen kann. Und ansonsten trägt und verfolgt sie einen ganz gut. Und ich finde, sie kriegt das relativ gut hin, obwohl ich jetzt vor dem total hellen Beamer-Hintergrund stelle, trotzdem mein Gesicht einigermaßen darzustellen. So, mein Schreibtablett verbindet sich nicht, verdammte Axt. Ah ja, so, Bluetooth. Okay, so. Wir haben so eine schöne Schaltung, super klassisches, einfaches Einstiegsbeispiel für Ausgleichsvorgänge. Aber wenn man das mal verstanden hat, glaube ich, versteht man auch andere Ausgleichsvorgänge. Also hier vorne haben wir eine Gleichspannung. Der Kondensator ist am Anfang ungeladen. Jetzt machen wir diesen Schalter zu und jetzt kann ein Strom fließen in dieser Masche. Und was natürlich irgendwie passieren wird, ist, über diesen Widerstand laden wir diesen Kondensator auf. So, und das wollen wir jetzt irgendwie ein bisschen in Formeln pressen, was ausrechnen und am Ende durch eine kleine Messung zeigen, dass das so passt. So, wie würde man das jetzt ausrechnen? Was könnte man jetzt zumindest mal irgendwie als Förmchen hinschreiben? Genau, also wir könnten mal so einen Maschensatz aufschreiben und könnten sagen, als Maschensatz UQ muss so groß sein und UQ schreibe ich jetzt mal keinen von T hinter, weil das ja konstant sein soll. Ich hätte das U vielleicht auch noch ein bisschen was größer schreiben können. So, UQ muss so groß sein wie UR. Und das wird sich ja über der Zeit ändern. Deswegen schreibe ich hin von T plus UC von T. So, okay. Haben wir einen Maschensatz aufgeschrieben? Der Maschensatz verknüpft die Spannungen miteinander. Was könnte man noch Schönes gebrauchen? Wir könnten mal Strom-Spannungsbeziehungen aufschreiben an den Bauelementen. Da wissen wir, an dem Widerstand gilt das Ohmsche Gesetz R mal I von T. So, und an der Kapazität könnten wir jetzt hinschreiben, mal mein Kamerabild hier irgendwie wegschieben, da könnten wir hinschreiben, UC, wenn man das jetzt so hinschreibt, wäre das 1 durch C Integral I von T dt. So, das wäre mathematisch auf jeden Fall erstmal einigermaßen korrekt. Jetzt kann man sich noch drüber streiten, wenn wir jetzt unbestimmt integrieren, müsste natürlich noch irgendwie eine Integrationskonstante hin. Aber die können wir uns jetzt irgendwie so vorstellen. So. Ist das jetzt gut? Hilft uns das, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben für die Kapazität? Hilft uns nicht so wirklich? Warum nicht? Sag mal laut. Ja, aber die Spannung ist auch nicht gegeben. Also selbst wenn wir das jetzt andersrum hinschreiben, die Spannung ist ja auch nicht gegeben. Aber was ist jetzt eigentlich das Blöde an der Formel, so wie die Formel aufgeschrieben ist? Genau. Da steht ein Integral drin. Damit würden wir auf eine Integralgleichung kommen. Wir wollen aber eine Differentialgleichung haben. Also schreiben wir das andersrum auf. So, wenn ich jetzt das andersrum aufschreibe, steht da I von T ist C mal DUC von T nach DT. Ja? Wenn die Spannung sich ändert an der Kapazität, dann fließt ein Strom.
So, und an dem Widerstand sind Strom und Spannung proportional zueinander. So, jetzt kann man sich, ne, wenn man jetzt mal irgendwie so ganz kurz darüber nachdenkt, allein schon mit den Formeln so ein bisschen überlegen, was hier passiert. So, also sagen wir mal hier vorne unsere Quellspannung, das sind jetzt irgendwie 1 Volt. Weil die 1 Volt kann ich dann ja auch in meinem Experiment irgendwie vorgeben. So, jetzt mache ich diesen Schalter zu. Ja, jetzt müssen ja die, also wenn der Schalter offen ist, dann habe ich über dem Schalter die 1 Volt. Weil wenn der Schalter offen ist, fließt ja kein Strom. Wenn kein Strom fließt, kann ich keine Spannung über dem Widerstand haben. Wenn der Kondensator vorher ungeladen war, ist da auch keine Spannung, da habe ich die 1 Volt über dem Schalter. So, jetzt mache ich den Schalter zu, dann ist natürlich über dem Schalter keine Spannung mehr. Jetzt muss die Spannung irgendwie hier hinten hingehen. So, wo geht jetzt die Spannung hin? Ja, also klar wird die sich irgendwie aufteilen, aber ganz am Anfang, wo habe ich da erstmal nur Spannung? Auf dem Widerstand. Warum nicht auf dem Kondensator? Naja, weil der Kondensator war ja vorher ungeladen, da war vorher 0 Volt drauf und die Spannung an dem Kondensator, die kann nicht springen. Die kann sich nicht sprunghaft ändern. Wenn die sich sprunghaft ändern würde, wäre ja diese Ableitung hier irgendwie unendlich groß, dann wäre der Strom unendlich groß, das wäre nicht wahnsinnig physikalisch. Ja? Also muss die Spannung an dem Kondensator erstmal 0 bleiben. So, ich mache jetzt mal von den vielfältigen Möglichkeiten hier Gebrauch, die ich hier so habe. Ich zeichne jetzt mal ein schönes Diagramm hier unten hin. Also das soll mal die Spannung sein und das soll mal die Zeitachse sein. Ja, schreibe ich mal hier auch irgendwie hin. Das ist T und das ist U von T im weitesten Sinne. So, und jetzt können wir mal sagen, die Quellspannung, die ist konstant. Das ist hier diese Linie, das sind 1 Volt. Kann ich mal hier irgendwie noch hinschreiben. So, das ist UQ. Und jetzt haben wir gesagt, ich nehme jetzt mal hier verschiedene Farben. Also die mache ich mal in Rot, die Spannung über den Widerstand und die andere mache ich in Grün, die Spannung über der Kapazität. So, also die Spannung an der Kapazität war am Anfang 0, ja, und muss auch erstmal 0 bleiben. Die kann nicht springen und dafür geht die ganze Spannung, die wir jetzt haben, wenn wir den Schalter zumachen, in dem Moment hier machen wir den Schalter zu, die geht auf den Widerstand. Der Widerstand sieht jetzt die volle Spannung, der sieht die 1 Volt. So, wenn wir jetzt eine Spannung über den Widerstand haben, was muss dann fließen? Dann fließt ein Strom. So, wenn wir einen Strom haben, was muss denn laut dieser Formel hier unten gelten? Genau, also wenn hier ein Strom ist, dann muss ja hier auch eine Ableitung der Spannung sein. Also das heißt, die Spannung muss ansteigen. Das heißt, diese grüne Spannung hier, die muss jetzt ansteigen. Mache ich mal hier so, dass die hier so hoch geht. So, wenn die Spannung ansteigt, was muss dann mit der anderen, mit der roten Spannung passieren? Die muss sinken, weil die müssen ja weiter in diesen Maschensatz erfüllen. Also das heißt, so wie die ansteigt, muss die sinken. Wenn jetzt diese Spannung sinkt, was muss dann mit dem Strom passieren? Der muss auch sinken. So, wenn der Strom sinkt, das ist hier der gleiche Strom, was muss dann mit der Spannungsanstiegsgeschwindigkeit passieren? Die muss auch sinken. Ja, also das heißt, die Spannung steigt weiter an, aber langsamer. Geht ein bisschen weniger steil hoch. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, also die geht weniger steil hoch. Jetzt, wenn die Spannung aber noch ansteigt, muss die Spannung hier natürlich absinken. Und dann geht das immer so weiter und dann kann man sich das so vorstellen, dass das, also ne, die steigt eben weiter an, aber immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer und nähert sich irgendwie einem asymptotischen Endwert. Nämlich irgendwann ist der Kondensator voll auf die Spannung aufgeladen und die Spannung hier, die fällt eben ab und fällt eben ab und nähert sich asymptotisch. So, und wenn man jetzt mal hier so scharf auf diese grüne Funktion draufschaut und sagt, UC von T ist gleich, was sollte da dann irgendwie als Funktion rauskommen? Eine Exponentialfunktion. Ich schreibe mal irgendwie sowas hin, so e hoch. Ja? So. Also da müssen wir noch ein bisschen was ringsrum tun, damit das dann irgendwie passt. So, also durch scharfes
draufschauen und überlegen, haben wir jetzt schon mal herausgefunden, irgendwie muss das eine E-Funktion sein. Jetzt wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir es noch irgendwie ausgerechnet bekommen. So, was wäre jetzt ein ganz schlauer Ansatz, um das auszurechnen, um aus unserem Maschensatz der einen Stromspannungsbeziehung und der anderen Stromspannungsbeziehung, ne? Also wir haben ja jetzt ein Gleichungssystem mit Prinzip drei Gleichungen und drei Unbekannten, nämlich UR, UC und I. Jetzt müssen wir aus den drei Gleichungen und drei Unbekannten eine Gleichung mit einer Unbekannten machen, nämlich im Idealfall der Unbekannten UC. Wie kriegen wir das hin? Indem wir eine Differentialgleichung aufstellen. Aber wie machen wir jetzt aus diesen drei Gleichungen, aus Maschensatz, aus dem und aus dem eine Differentialgleichung? Ja, was wo einsetzen? Ja, bei dem Maschensatz hier oben haben wir das Problem, wenn ich jetzt hier UC von T einsetze, muss ich ja dieses Integral einsetzen. Ja, könnten wir auch machen, das ist aber auch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Noch eine Idee? Also, was mir jetzt relativ offensichtlich auffallen würde, und letztendlich ist das immer so ein bisschen der Knackpunkt bei diesen Aufgaben. Also, ne, Maschensatz, Maschensätze, Knotensätze, Stromspannungsbeziehungen hinschreiben, das muss man machen, das kann aber rein prinzipiell jeder. Dann braucht man so ein bisschen den mathematischen Blick und so ein bisschen Intuition, um aus den x-Gleichungen mit x-Unbekannten auf eine Gleichung mit einer Unbekannten zu kommen. Was ich jetzt mal machen würde, ich würde die Spannung, die Gleichung hier, das Ohmsche Gesetz in Richtung I umstellen und sagen, I an dem Widerstand ist doch das gleiche wie UR von T durch R. Und jetzt würde ich die beiden Gleichungen hier einfach gleichsetzen. Ja? So dass da steht, UR von T durch R ist das gleiche wie C mal B UC von T nach DT. So, und dann können wir das R vielleicht mal hier rüber multiplizieren. Dann haben wir da schon mal irgendwie uns diesen hässlichen Bruch gespart. Und jetzt können wir für das UR einfach hier unseren Maschensatz einsetzen und sagen, UR von T ist ja das gleiche wie UQ minus UC von T. Und nehmen jetzt das und setzen das für das UR ein. Und das Ergebnis schreibe ich jetzt mal irgendwie hier unten hin. Dann würde da stehen UQ. Gleich ein bisschen umgestellt ist UC von T plus R mal C mal DUC von T nach DT. So, und das ist jetzt die berühmte Differentialgleichung. Ja, also wir haben jetzt alle drei Gleichungen benutzt. Wir haben diese Gleichung und diese Gleichung praktisch gleichgesetzt und den Maschensatz eingesetzt. Wir haben alle drei Gleichungen benutzt und siehe da, es kam auch eine Differentialgleichung daraus mit einer Unbekannten, nämlich der Spannung über dem Kondensator UC von T. So, und die müsste man jetzt noch lösen. Das wollen wir jetzt nicht so richtig machen. Im Prinzip haben wir das ja irgendwie schon so ein bisschen aufgeschrieben, aber nur um mal so die Idee zu sagen, ja, jetzt würde ich ja sagen, dass UC von T ist irgendwas mit einer E-Funktion. So, ich nehme jetzt mal hier vielleicht wieder diesen grünen Stift oder einen dunkelgrünen Stift. Ja, was würde ich denn jetzt schreiben? Würde ich schreiben E hoch X? Ja, also, genau, also erstmal müsste da, warum macht mein Computer das nicht rückgängig? Steuerung Z, so. Also irgendwie müsste da mal was E hoch T stehen. Ich mache mal vielleicht auch diese drei Punkte jetzt hier weg. So, und schreibe mal E hoch T hin. So, warum funktioniert aber E hoch T nicht? Genau, also weil ich kann nicht, T ist ja eine Zeit, da sind wir wieder bei so Einheitengeschichten, die Zeit hat die Einheit einer Zeit. Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre, Tage, was auch immer. So, ich kann aber nur E hoch eine Zahl rechnen, ich kann nicht E hoch eine Einheit rechnen. Also muss da noch irgendwo was stehen, was die Einheit wegmacht. Jetzt könnte man was vor das T schreiben, was die Einheit einer Frequenz hat. Was man jetzt in diesem Fall häufiger macht, ist, man schreibt
noch was dahin, was darunter, was die Einheit einer Zeit hat, ein Tau, eine Zeitkonstante. So, und naja, weil das ja eher sowas ist, was so abfällt oder sich asymptotisch nähert, damit das dann positiv ist, schreibt man hier noch Minus davor. Dann kommt da raus E hoch minus T durch irgendwas, was die Einheit einer Zeit hat. So, jetzt kann man irgendwie hier scharf auf die Gleichung draufschauen und mal sagen, also hier steht doch eine Spannung. Ja? Hier steht auch eine Spannung. Spannung ist gleich Spannung, schon mal super. Hier hinten muss doch aber auch irgendwie eine Spannung stehen. Ja, weil ich kann nur Spannung plus Spannung gleich Spannung rechnen. So, jetzt steht hier aber Spannung durch Zeit. Also muss R mal C auch was für eine Einheit haben oder was für eine Dimension oder was für eine Dings haben, muss auch eine Zeit haben. Also so ein bisschen sagt uns der gesunde Menschenverstand, und wenn man das jetzt mal ernsthaft machen würde, würde man auch darauf kommen, dass in diesem Tau, in dieser Zeitkonstante eben genau das R mal C drinsteckt, damit das einfach von den Einheiten her passt. Ne? Über Einheiten nachzudenken ist manchmal nicht so verkehrt. So, und jetzt haben wir E hoch minus T durch Tau, das funktioniert an sich erstmal, aber E hoch was Einheitenloses ergibt was Einheitenloses. Was will ich aber haben? Eine Spannung. Also müsste vor der E-Funktion noch was stehen? Eine Spannung. Ja, und jetzt, wenn man das mal macht und ausrechnet, okay, kommt man irgendwie da drauf, da muss sowas stehen wie UQ. Und dann müssen wir noch haben 1 minus, jetzt habe ich das ein bisschen knapp geschrieben hier, sowas wie 1 minus E hoch minus T durch Tau, das ergibt genau diese ansteigende E-Funktion, die da so rauskommen, wenn man das jetzt mal irgendwie noch richtig lösen würde. So, jetzt versuche ich das mal, bevor ich das jetzt alles wegmache, einmal abzuspeichern. Ich schicke das im Nachgang mit meinem Foliensatz rum. Ich suche jetzt mal wieder mein Kameraprogramm hier und dann ist das so ein bisschen ungünstig, weil das eben als Overlay in Zoom noch da drüber ist. Ich lasse das jetzt trotzdem mal so, weil vielleicht brauchen wir die Formeln gleich nochmal. So, auf jeden Fall. Was habe ich jetzt hier vorbereitet? Ich baue das erstmal alles wieder auseinander. Und heute funktioniert meine Dokumentenkamera mal. Also, ich habe einen Kondensator und ich habe einen Widerstand. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie groß ist dieser Kondensator? Und dafür habe ich hier ein wunderbares Multimeter. Kann man das erkennen, ja? So, und in dem Multimeter, aber kriege ich das jetzt hier irgendwie so hin? Dass ich hier sage, keep on top, ja, das ist doch besser. So, fantastisch. Dann gewinnt das doch gegen das Zoom. So, dann habe ich das Zoom-Overlay immer noch drin. So, also wir haben ein Multimeter. Und dieses Multimeter kann hier auch Kapazitäten messen. Und dafür muss man hier den winzig kleinen Kondensator, hier steht auch irgendwas drauf, was ich aber, also irgendwas mit 47. Aber es ist immer die Frage, in was für eine Einheit das dort angegeben ist. So, wir sind jetzt im größten Messbereich, wo das irgendwelche Mikrofarad messen kann, da misst das nichts viel Sinnvolles. Jetzt sind wir hier in dem Messbereich, da kommen irgendwie sowas wie 42 Nanofarad raus. Wenn ich in den noch kleineren Messbereich gehe, dann passiert da einfach nichts mehr. Ne? Dann sind wir Overload. Also müssen wir in dem hier bleiben. Und dann pegelt sich das hier so ein bisschen ein. 42,3 Nanofarad. Ich mache mal kurz einen Screenshot. So, das kann sich mal jemand merken. 42,3 Nanofarad. So, das ist der Kondensator. Und jetzt habe ich hier noch einen Widerstand. Und für den Widerstand brauche ich die anderen Messspitzen hier. Das ist alles total verheddert und vernebelt. Jo. Und da muss ich mal in den Widerstandsmessbereich gehen. Ich fange mal hier bei 20 Kiloohm an, weil das, glaube ich, schon ganz gut passen könnte. So. Und dann ist das aber irgendwie immer noch zu viel. Ah ja, okay, weil der doch relativ groß ist, dieser Widerstand, der hat 99,4 Kiloohm, also fast 100 Kiloohm. Das ist der Widerstand, 99,4 Kiloohm. Ich mache mal auch kurz einen Screenshot.
So, das ist der Widerstand. So, jetzt baue ich daraus gleich eine Schaltung zusammen, bevor ich zu der Schaltung komme. Können wir das jetzt mal hier kurz irgendwie ausrechnen? Also das R, machen wir mal roundabout 100 Kiloohm und das C waren 42, das ist ja sowieso die Antwort auf alle Fragen, 42 Nanofarad. So, wenn man jetzt hier eine Zeitkonstante ausrechnet, hat das mal jemand gemacht? Kann man auch, glaube ich, überschläglich, aber das kann man jemand im Taschenrechner durchtippen, kontrollieren. Also Nano sind ja 10 hoch minus 9, Kilo sind 10 hoch 3. Dann bleiben 10 hoch minus 6 über. Und dann haben wir aber 42 mal 100 sind 4200. Also müssten da 4,2 Millisekunden rauskommen. Ne? Also weil wir sozusagen 4200 Mikrosekunden haben. Das habe ich jetzt mal auf 4,2 Millisekunden gekürzt. Das sollte da ungefähr als Zeitkonstante rauskommen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo sieht man die Zeitkonstante hier vorne in diesem Diagramm? Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet. Ich nehme mal hier so eine schöne helle Linie. Also wenn ich hier eine Tangente ranlege, da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, immer da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, wenn ich auch wieder von hier jetzt ausgehe, von diesem Punkt, da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist immer eine Zeitkonstante rum. Also haben wir hier Tau, 2 Tau, 3 Tau und so weiter. Also das sollte sich irgendwie so im Millisekundenbereich abspielen. So, ich speichere das nochmal. So, und gehe auf mein Kamerabildchen. So, Multimeter brauchen wir jetzt nicht mehr. Kann ich mal zur Seite packen. Jetzt habe ich hier so ein schönes Steckbrett und kann hier die Schaltung aufbauen. Also nehme ich mal diesen Kondensator, stecke den jetzt irgendwie so rein, dass der so von oben nach unten zeigt, so wie wir das gerade gesehen haben, und nehme den Widerstand und baue den jetzt hier auch so in die Schaltung ein, dass der so horizontal zeigt wie eben Kondensatorwiderstand. Jetzt kommt hier noch dazu dieses schöne Oszilloskop. Ja, das hat viele Käbelchen dran. Also das erste Kabel ist meine Quelle. Das ist hier angeschlossen an dem AVG Arbitrary Waveform Generator. Schwarz ist Rot und Plus ist Minus. Schwarz ist die Masse, Rot ist der Anschluss der Versorgungsspannung, die Kabel ziehen hier ein bisschen dran. Ich muss das mal hier weiter oben packen. So. Und dann habe ich hier zwei Anschlüsse zum Messen. Einen roten Kanal 1. Damit messe ich jetzt die Gesamtspannung oder sozusagen die Quellspannung nochmal nach. Den schließe ich hier oben an. Und dann habe ich einen zweiten Anschluss. Das ist der Kanal gelb. Damit messe ich jetzt nur die Spannung über dem Kondensator. So, und dann haut das eine schon ab, das ist ungünstig. So, dann ist das alles wunderbar angeschlossen. Und jetzt brauche ich meine Scope-Software. So, warten auf Daten. Das sieht aber gut aus, fantastisch. So, okay, jetzt können wir hier mal den Signalgenerator anmachen. Wir wissen ja, dass das irgendwie so im Millisekundenbereich passieren soll. Deswegen nehme ich mal irgendwie gleich sowas wie 100 Hertz, mache mal Signal ein. Dann sieht man hier schon mal, dass was passiert. Jetzt, um ein festes Bild zu bekommen, brauchen wir natürlich mal sowas wie so einen Trigger. Und machen mal den Zeitbereich mit 20 Mikrosekunden pro Diff deutlich größer. Und dann sehen wir, das ist schon mal unsere schöne rechteckförmige Eingangsspannung. Ja. Das schaltet ein, das schaltet aus, das schaltet ein, das schaltet aus. So, das ist Kanal A, das ist die Gesamtspannung. Und jetzt nehmen wir noch Kanal B dazu. Und das ist jetzt unsere Spannung am Ausgang an dem Kondensator. Und da sieht man jetzt relativ schön schon, okay, wird aufgeladen wie eine E-Funktion, wird entladen wie eine E-Funktion. Und das sind jetzt ja aber nur 2 Millisekunden pro Kästchen. Also das, was wir jetzt hier so in
2,5 Kästchen haben. Das ist ungefähr die Zeitkonstante von der E-Funktion. Deswegen sieht man jetzt nur, wie die im Prinzip so angeht. Und dann geht es gleich wieder aus. Dann geht es an, dann geht es aus. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich besser die gesamte E-Funktion sehe? Was müsste ich jetzt umstellen an meinem Messaufbau? Genau, ich muss die Quelle langsamer machen. Ne? Ich muss 100 Hertz wäre ja immer noch 10 Millisekunden Periodendauer. Ja, wenn ich das jetzt kleiner mache, also wenn ich mal auf 10 Hertz zum Beispiel gehe, dann habe ich ja 100 Millisekunden Periodendauer. Jetzt muss ich hier noch einen viel größeren Bereich darstellen. Und dann sieht man das aber wunderschön. Die Quelle ist schön rechteckförmig. Ich schalte ein, dann wird das wie eine E-Funktion aufgeladen, der Kondensator. Ich schalte aus, dann wird der Kondensator wieder wie eine E-Funktion entladen. Und naja, wenn man jetzt sagt, ne, das sind jetzt 20 Millisekunden pro Kästchen, ich mache das mal vielleicht noch mal ein bisschen größer, das sind jetzt hier 10 Millisekunden pro Kästchen. Jetzt kann ich wieder den Zauber von Zoom nutzen. Das ist auch das Letzte, was ich heute mache. Ich schalte nicht meine Kamera an, weil dann stürzt bestimmt das Scope ab. Also wenn ich jetzt sage, hier oben irgendwo, da ist meine Asymptote, bis auf das Ding lade ich das auf. Ja, und hier packe ich jetzt an die Funktion eine Tangente an und gucke da, wo die Tangente die Asymptote schneidet. Das gesamte Ding hier oben sind 10 Millisekunden. Ja, von hier bis hier, das sind 10 Millisekunden. Dann könnte das ganz gut sein, dass dieser Teil hier tatsächlich eben sowas wie 4,2 oder 4,3 oder 4,2 Millisekunden sind, die wir ausgerechnet haben. Und das entspricht eben dem Tau und das entspricht dem R mal C, was ich aus den 100 Kiloohm und den 42 Nanofarad ergeben habe. Und das kann man hier wunderbar in diesem schönen Bildchen jetzt sehen.